Wenn ihr glaubt, ich kann mich nur mit deutschem Weißbier beim Einschenken lächerlich machen, ich kann das auch mit polnischem Weißbier. Den Beweis trete ich an, jetzt bei Probiert.TV. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin ja fast legendär berühmt-berüchtigt für meine Weißbier-Nicht-Einschenkkünste. Und das liegt immer daran, dass ich hier auf so viele Sachen schauen muss, dass alles funktioniert, dass das rote Licht bei der Kamera an ist, dass der Ton passt und dass das alles funktioniert. Und tritt das Bier manchmal ein bisschen in den Hintergrund. Und in der Regel sind es immer deutsche Weißbiere. Heute habe ich das große Vergnügen, tatsächlich mal ein polnisches Weißbier zu verkosten. Und ihr habt euch gewünscht, dass ich auch mal klassische Biere aus polnischen Brauereien hier auf den Kanal nehmen soll. Und was liegt denn näher als ein Weizen hier auf den Kanal zu bringen? Mag ich selber sehr gerne. Und jetzt schaut mal ein bisschen genau hin. Hier oben Browar Bierband. Und das ist eine Brauerei, schaut mal auf dem Kanal, die mit Sheepshit schon hier für ziemlich viele Lacher gesorgt haben. Und Sheepshit klingt nicht nur nach Schafscheiße, das ist Schafscheiße. Und die haben tatsächlich ein Bier gemacht, wo das Bier geräuchert wurde mit Schafscheiße. Gut, und die haben offensichtlich auch eine, ich meine, in dem Zusammenhang klassische Linie. Wo steht das hier? Klasiczny. Und offensichtlich befriedigt man da auch die Herrschaften und Damschaften, die auf klassische Bierstile stehen, in dem Fall eben auf Weizenbier. Classic Edition, 5,2 Volumenprozent Alkohol und 12 Grad Plato sind aufgerufen. Ich würde sagen, das ist so das absolute Mittelfeld, beziehungsweise also genau so der Zielkorridor für ein Weißbier. Als Glas wird überraschenderweise ein Weizenbierglas empfohlen. Und temperaturtechnisch zwischen 6 und 8 Grad sollen wir uns einpendeln. Das kriegen wir, glaube ich, gut hin. Und viel mehr Informationen stehen, glaube ich, hier hinten auch nicht drauf. Brauchen wir auch nicht. Werfen noch einen Blick auf den Mann mit der Pfeife. Browar Bierband. Dass ihr mir das auch glaubt, dass die Herrschaften tatsächlich in der Lage sind, normales Bier zu brauen. Wie hieß das? Es gab noch ein kanadisches Bier. Das hatte ich hier auch im Kanal. Da hatte der Kuba seine Hände mit dem Spiel. Mein Lieblingsübersetzer, wenn ich in Breslau bin. So, jetzt ist genau wieder die Situation. Ich gucke so ein bisschen in die Kamera, dass ihr was sehen könnt und versuche parallel dazu einzuschenken. Und ich hoffe, dass das nicht alles komplett in die Hose geht. Aber heute schaut es da. Oh, wow. Also, boah. Herrschaftszeiten. Da ist aber ordentlich Banane unterwegs. Ja, und kaum schenke ich mir polnisches Weißbier ein, geht das auch alles wie am Schnürchen. Schaut euch das mal an. Ist das eine herrliche Farbe? Und was für eine Trübung. Herrlichst. Eine schöne, ja, orangene Bernsteinfarbe, weißer, schöner Weißbier, cremiger Schaum obendrauf. Kann ich versuchen, den jetzt da irgendwie dran zu hängen. Boah. Ja, Nelke, Banane, Hefe, würde ich mal sagen. Und damit hätten wir das Aroma dann auch allumfassend beschrieben. Nee, also es ist tatsächlich, die Banane ist so überreif, brutal. Aber genial. In diesem Sinne, cheers. Ja. Das ist aber sehr gefällig. Habe mir jetzt noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, wie wird denn ein polnisches Weißbier schmecken, aber es schmeckt eigentlich wie ein bayerisches Weißbier. Es hat viel, viel, viel Nelke, schöne, kräftige Banane, aber auch Zitrusfrucht mit dabei. Schöne, kräftige Orangennote, das passt hervorragend dazu. Es ist ein schönes, vollmundiges Bier, hat tolles, weiches, cremiges Mundgefühl, schön viel Hefe mit dabei. Ich meine, ja, was soll ich anderes sagen? Es ist einfach ein richtig, richtig gutes Weißbier.
Es ist jetzt kein Bier, wo ich sage, boah, noch nie gehabt. Es ist tatsächlich ein bisschen mehr nelkenlastig und ein bisschen mehr orangenlastig. Banane ist auch da, also das ist ja schon bei mir mal die halbe Miete, wenn die Banane passt. Aber wir haben hier in dem Fall richtig schöne, kräftige Nelke und wir haben vor allen Dingen richtig schön kräftige Orange. Ist mal was anderes. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, bah, über drüber. Aber komplett okay. Schöner mittlerer Körper. Durchaus intensivere Kohlensäure. Und ich würde sagen, die liegt sogar einen Tick über dem normalen Weißbierniveau. Führt aber dazu, dass es richtig schön cremig ist. Und hinten raus muss ich sagen, es wird ein bisschen dünner. Also wo ich vorhin noch davon geschwärmt habe, schön vollmundig. Es wird hinten tatsächlich hinten raus ein bisschen dünner. Es bleibt malzig, es bleibt fruchtig, es bleibt hefig, es wird ein bisschen trockener. Aber ja, so dieses ganz große vollmundige Mundgefühl will sich dann hinten nicht mehr einstellen. Ich muss sagen, schön, dass man bei Brova Bierband offensichtlich auch klassische Biere unter dieser Klasiczny-Serie braut. Mir ist das aufgefallen, als ich mir Biere bestellt hatte bei Ebrovarium, dass es da offensichtlich vom Bierband auch sehr klassische, traditionelle, ich finde ja diesen Begriff klassisch mittlerweile auch schon ziemlich abgedroschen, traditionelle Bierstile zu kaufen gibt. Und gerade vom Brova Bierband, die ja tatsächlich, also verrückt, der geht es ja kaum, die das aber auch machen, um offensichtlich diesen Markt auch abzudecken und das mit einer Qualität hinbekommen, muss ich sagen, Chapeau, das funktioniert gut. Deshalb gibt es für das Brova Bierband Klasnici Weizenbier aus Polen von ProbierTV gibt es dafür 3,5 Punkte für das Weizen von Brova Bierband. Und ja, ich hoffe, dass ich es hoffentlich in diesem Jahr nochmal irgendwie schaffe nach Polen. Das Wrocław Beer Festival ist ja zumindest angekündigt worden, dass es möglicherweise in den Herbst verlegt wird. Und dann haue ich mich ins Auto und geht's nach Polen. Hoffe da dann möglichst viele Freunde zu treffen und möglicherweise auch mal ein Weißbier zu trinken. Warum eigentlich nicht? Ich halte mich da im Augenblick immer an Baltic Porter und New England IPAs. Aber warum nicht auch mal ein Weißbier? Der Christoph von Brova Bierband, mit dem habe ich ein schönes Interview gemacht. Wenn ihr wollt, dann sucht einfach mal nach Bierband Christoph mit KRY geschrieben. Und das war sehr lustig mit ihm zusammen. War schon zur vorgerückter Stunde und das sind dann auch endlich auch immer die lustigsten Videos, die auf diesen Festivals entstehen. Wenn ihr das nicht wollt, dann kann ich euch nur darauf verweisen, dass es morgen wieder ein neues Video hier bei ProbierTV gibt und ein Abo ist ein Garant dafür, dass ihr informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Jetzt ist aber wirklich auch Schluss. Ich ziehe mich mal mit Weißbier zurück und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht und wir sehen uns wie gesagt morgen wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Was ist denn mit diesem Weißbier los? Cheers!